Hansa Fan TV, der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hansa Fan TV. Vor mir steht heute der Spieler des Jahrzehnts in der Slowakei. Er hat in 365 Spielen über 140 Tore geschossen, ist ehemaliger slowakischer Nationalspieler und hat mit dem ersten FC Nürnberg sogar schon den DFB-Pokal gewonnen. Marek Minter, herzlich willkommen in Rostock. Danke, danke schön. Marek, du mit dem FC Hansa Rostock bist du jetzt erst bei deinem dritten Verein deiner Karriere. Woher kommt diese Treue? Diese Treue, muss ich ehrlich sagen, Hansa Rostock hat einfach Interesse an mich zum Holen und ich habe ein paar Tage überlegt, aber bin ich heute da? Heute habe ich meinen Vertrag unterschrieben und bin ich froh, darf ich in Zukunft oder in den nächsten zwei Jahren für Hansa spielen. Mhm. Nach dem, na gut, den Abschied beim ersten FC Nürnberg war ja nun sehr tränenreich. Sind die Tränen schon getrocknet? Bist du jetzt schon voll bei Hansa angekommen oder gehört ein Auge immer noch dem ersten FC Nürnberg? Ja, die 8 Jahre in Nürnberg war für mich richtig schön. Ich habe das immer oft und gerne präsentiert. Das war einfach Verein für mich und bleibt auch Verein für mich, welcher hat mich viel gegeben. Und dieses Thema ist jetzt momentan beendet. Ab 1.7. bin ich Spieler oder ab heutiger Tag bin ich FC Hansa Spieler und freue mich auf die neue Aufgabe, was ich habe, was ich kriege und ich will in dieser Zeit alles für FC Hansa geben. Das freut uns natürlich. Du hast ja in deiner Karriere auch schon das ein oder andere Mal gegen Hansa gespielt. Was ist dir aus dieser Zeit noch in Erinnerung geblieben? Was weißt du über Hansa und Rostock? Was ich weiß, ist das schöne Stadt. War immer gute, sehr gute Atmosphäre im Stadion. Das gefällt mir richtig. Und Hansa, muss ich ehrlich sagen, von meiner Seite habe ich ein paar Tore geschossen, auch wenn das war in Hansa Rostock Tor, aber ich hoffe in Zukunft ist das, oder die nächsten Jahre ist das anders. Ich schieße die Tore für Hansa und das ist die Aufgabe, was ich will machen. Nun ist ja deine Verpflichtung für viele Hansa-Fans eine große Überraschung. Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie ist es zu dem Kontakt nach Rostock gekommen? Was hat den Ausschlag gegeben für dich, nach Rostock zu wechseln? So, erster Kontakt zwischen mich und Stefan und Trainer kommt, ich denke, vor gute 4 Wochen kommt einfach Anruf und Stefan hat sich gefragt, wie ich sehe es meine Zukunft, wo geht mein Weg und dann hat sich gefragt, hast du eventuell Interesse oder kannst du das überlegen für Hansa spielen, eventuell 1-2 Jahre Fußball, dann habe ich gesagt, okay, wenn kriege ich ein bisschen Zeit von euch, dann kann ich das überlegen. Habe ich das so gemacht, war ich 2 Wochen in Urlaub in Slowakei und einfach, wir waren jeden Tag in Kontakt mit Stefan, auch mit Trainer. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn komme ich zurück von Urlaub, fahre ich nach Rostock. Wir klären die Sache und heute ist das einfach so. Ich habe vor ein paar Minuten Vertrag unterschrieben und ich denke, bin ich heute da. Nun bist du mit 33 Jahren ja auch im besten Fußballeralter. Was können wir Hansa-Fans noch von dir erwarten? Welche Ziele hast du dir für die neue Saison gesetzt? Meine persönlichen Ziele sind gesund bleiben. Gesund bleiben und in jedes Spiel, jedes Training einfach das Beste geben, was es gibt. In dieser jungen Mannschaft helfen, das ist keine Frage. Hansa ist einfach Verein, welcher gehört in die erste oder zweite Bundesliga. Und ich hoffe, die Jungs spielen letztes Jahr überragend. Die sind jetzt wieder in die zweite Liga und was ist unsere Aufgabe? Das ist klar, einfach in die zweite Bundesliga wieder bleiben, holen so viele Punkte, wie viel ist möglich und einfach diese Mannschaft muss sich ein bisschen etablieren. Du hast ja für den ersten FC Nürnberg schon in der ersten und der zweiten Fußball-Bundesliga gespielt, bist dort sogar Torschützenkönig geworden. Worin liegen für dich denn die größten Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten Fußball-Bundesliga? Ja, die erste Bundesliga, sage ich so, spielt bessere Fußballer, keine Frage. Spielst du auch schöneres Fußball? Die zweite Liga ist ein bisschen mehr so Kampf und Rennen, aber für mich, muss ich ehrlich sagen, passt beide Ligen, erste und zweite Liga. Und Unterschied einfach, ich denke, ein bisschen die spielerische Qualität. Das war Unterschied, was ich habe. Okay, du bist topfit noch, hast für 2 Jahre hier in Rostock unterschrieben.
Wie lange hast du noch vor, aktiv Fußball zu spielen? Hast du da dir schon eine Grenze gesetzt oder lässt du dich da von deinem Gefühl treiben? Ich denke, im Sport oder im Fußball hast du keine Grenze. Einfach willst du so lange Fußball spielen, wie du kannst, wie du darfst. Wenn Gesundheit passt und bleibt, will ich so lange spielen, wie meine Körper sagt, darf ich noch spielen. Und ich denke, jeder Spieler oder Sportler schaut von Tag zu Tag. Das weiß niemand, was passiert die nächste Stunde oder nächste Tage. Aber ich habe, oder sage ich immer, was ist das Wichtigste, das ist gesund bleiben. Und von Gesundheit einfach kannst du das dann planen, auch die Spielzeit. Du hattest ja auch vom 1. FC Nürnberg das Angebot, vielleicht eine Trainerkarriere einzuschlagen. Hast du dir denn schon darüber Gedanken gemacht, wie dein Leben nach deiner aktiven Fußballkarriere aussehen wird? Ja, bin ich jetzt schon 15 Jahre Profi und wenn Fußballer ist jeden Tag beschäftigt mit diesem Job, bei mir ist das so, wenn habe ich die Möglichkeit und wenn kriege ich die Möglichkeit, ich will einfach in Zukunft bei Fußball bleiben, aber die Zukunftsfrage, das kommt nach der Karriere und jetzt die 2 Jahre, was bin ich hier? Wie ich habe schon gesagt, das Beste geben, was ich kann und einfach diesem Verein helfen. Marek, nun kennen dich ja viele Leute im Fußballdeutschland unter dem Namen Phantom. Erklär doch mal, wie du zu dem Namen gekommen bist. Haben deine Mitspieler beim 1. FC Nürnberg dich so genannt? Oder hast du noch andere Spitznamen, die dir die Spieler verpasst haben? Erklär doch mal ein bisschen, wie es da um deinen Namen steht. Ja, dieser Spitzname Phantom, ich denke, das kommt von Journalisten raus. Kommt von Journalisten, keine Ahnung, welche war das, aber die kommen einmal so und ab diesem Moment war ich nur Phantom und habe ich nicht mal gefragt oder nie mehr gefragt, warum, wie, einfach das geblieben so und das ist schön. Ja, du kommst jetzt in eine ganz junge und intakte Mannschaft und wir wünschen dir natürlich alles Gute für die kommende Saison und sagen herzlich willkommen in der Ostsee, Marek Mental. Vielen Dank. Danke.